Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Michael will spielen. Ich bin Michael Will und das hier, das ist Moonrakers. Moonrakers ist ein Deckbuilding-Spiel mit Space-Thema, stammt aus der Feder von Max Anderson, Zach Dixon und Austin Harrison, wird für 1 bis 5 Spieler ab 14 Jahren empfohlen, die Spieldauer wird mit 60 bis 120 Minuten angegeben und das Spiel ist bei Ivy Studio erschienen. Ich bin jetzt kein großer Nutzer von Instagram. Ich scrolle da gerne mal durch diese Timeline. Meine Frau ist da viel aktiver, aber ich poste relativ wenig. Aber so dieses Durchscrollen, ihr kennt das ja, das ist schon recht kurzweilig. Und genauso wie bei euch ist es natürlich so, dass ich da natürlich auch relativ viel Werbung eingeblendet bekomme, aber relativ wenig Werbung für Brettspiele. Außer für eins, nämlich für Moonrakers. Nachdem das wirklich mit einer extremen Penetranz in meiner Timeline aufgetaucht ist, habe ich mir gedacht, okay, Instagram, ich verstehe es, ich schaue es mir mal an. Naja, und dann habe ich mir mal so die Tischpräsenz angeschaut, habe gesehen, dass es da ganz viele coole Zusatzsachen gibt mit Metallminiaturen. Und da wisst ihr ja, da stehe ich ja drauf. Da habe ich mir gedacht, okay, ich bestelle es mir jetzt mal, wir bringen es mal auf den Tisch. Und wir spielen es einfach mal. Und ob es uns gefallen hat oder nicht, das sage ich euch im Resümee, wie Moonrakers gespielt wird. Das erkläre ich euch jetzt in der Regelerklärung. Und zu der wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Unsere Regelerklärung von Moonrakers beginnt natürlich wie immer mit dem Aufbau des Spiels. Ich habe euch hier schon mal eine Partie für 3 Personen vorbereitet. Insgesamt könnt ihr tatsächlich zu 5 spielen. Ich hätte euch auch gerne eine Partie in Vollbesetzung gezeigt, aber dafür reicht dann tatsächlich der Platz auf meinem Tisch nicht aus, denn ihr seht schon, das ist wirklich ein Spiel mit einer sehr opulenten Tischpräsenz. Ihr seht schon, was hier alles auf dem Tisch liegt, aber keine Panik. Ich werde euch jetzt natürlich Schritt für Schritt erklären, wie ihr aus dem Spielmaterial in der Schachtel diesen Aufbau zusammenstellt. Und deswegen, los geht's, hier kommt der Spielaufbau. Als erstes bekommt jeder Spieler ein sogenanntes Kommandoterminal. Die Kommandoterminals, die sind so aufgebaut, dass ihr zum einen, ihr seht es schon, hier 4 quadratische Plätze habt. Und diese 4 quadratischen Plätze, die dienen später dazu, Bauteile eurem Raumschiff hinzuzufügen. Ihr seht hier auch eine Skizze eures Raumschiffs und das Coole ist, diese Skizze entspricht tatsächlich der eigentlichen Miniatur, die ihr dann später bekommt. Also das haben die Autoren des Spiels richtig, richtig cool gemacht. Und wie gesagt, diese 4 Plätze sind eben dafür da, dass ihr dann später euer Raumschiff erweitern könnt und zusätzliche Bauteile einbringen könnt. Außerdem findet ihr hier auf der linken Seite eine Markierung, da legt ihr euren persönlichen Nachziehstapel ab. Und hier auf der rechten Seite habt ihr dann den Ablageplatz für euren Ablagestapel. Außerdem seht ihr hier unten auch gleich, wie sich euer Startkartendeck zusammensetzt und ihr habt hier unten drunter auch noch einen Platz, um dann später eure Zielkarten abzulegen. Also Multifunktionsboard, das ist das Kommandoterminal und das ist das erste, was ihr im Spiel bekommt und das legt ihr dann einfach direkt vor euch ab. Dann bekommt jeder Spieler zu Beginn des Spiels ein paar Aktionskarten, das sogenannte Startaktionsdeck. Im Laufe des Spiels bekommt ihr natürlich noch mehr Karten dazu. Also das ist eine richtige Deckbuilding-Komponente des Spiels. Ihr könnt weitere Aktionskarten dazu bekommen. Ihr könnt Crew-Mitglieder anheuern. Also euer Deck wird deutlich umfangreicher sein. Aber zu Beginn des Spiels bekommt ihr als erstes mal ein Startkartendeck. Und das besteht für alle Spieler aus der gleichen Anzahl und dem gleichen Typ von Karten. Und zwar sieht das folgendermaßen aus. Ich fächere euch das jetzt hier einfach mal auf. Ihr bekommt insgesamt 3 Reaktorkarten. Das sind die blauen Karten mit dem Blitz. Dann bekommt ihr 2 Triebwerke. Das sind die Karten mit dem gelben Symbol. Ihr bekommt 2 Schildkarten. Das sind die grünen Karten. Dann bekommt ihr 2 Schadenkarten. Das sind die orangefarbigen Karten mit diesem coolen Explosionssymbol im Hintergrund.
Und dann bekommt ihr noch eine Verfehlt-Karte. Das ist die Karte mit dem X. Keine Sorge, ich stelle euch die Karten später nochmal genauer vor. Aktuell ist es aber so, diese Karten, diese 10 Karten sind jetzt euer Start-Kartendeck. Und was macht ihr damit? Naja, ihr mischt jetzt diese 10 Karten einfach mal ordentlich durch. Und diese 10 Karten bilden euren persönlichen Nachziehstapel. Und sobald ihr mit dem Mischen fertig seid, legt ihr diesen Nachziehstapel eben hier genau links von eurem Kommandoterminal hin. Und dann habt ihr auch eure erste Kartenhand schon vorbereitet. Und die letzte Aktion, die jetzt diese Karten betrifft, ist, dass ihr jetzt noch 5 Karten zieht. 1, 2, 3, 4, 5. Und diese 5 Karten, das ist dann eure Startkartenhand. Die nehmt ihr in die Hand, die fächert ihr auf und damit beginnen wir dann später das Spiel. Ich lege die Karten jetzt einfach mal hier auf mein Kommandoterminal. Als nächstes, wenn ihr das erledigt habt, wird dann das Ausrüstungstableau in die Tischmitte gelegt. Das ist dieses Tableau hier. Das heißt auf Englisch Armory und da, das packt ihr einfach mal zuerst mitten auf den Tisch, eher auf die linke Seite, weil ihr seht schon, rechts davon müssen noch einige andere Dinge ausgelegt werden. Und das Coole ist, auf diesem Tableau ist wirklich schön markiert, welche Karten ihr hier ablegen sollt und eben nicht nur, welche Karten ihr hier ablegt, sondern hier steht auch in ganz klein, wie viele Karten sind im Deck und wie viele Karten werden offen rechts daneben ausgelegt. Das ist jetzt eben das Ausrüstungstableau und was ihr jetzt genau hier drauf packt, das zeige ich euch jetzt. Als nächstes schnappt ihr euch die Bauteilkarten. Das sind diese Karten mit dem lilafarbigen Hintergrund. Die zeige ich euch mal von Namen. Die sehen so aus. Wie gesagt, Ship Part steht da drauf. Die Karten haben einen lila Hintergrund. Dieser Kartenstapel wird gemischt. Und dann nehmt ihr von diesem Kartenstapel 6 Karten und legt die in 2 Reihen zu jeweils 3 Karten hier rechts daneben aus. Das habt ihr hier auf diesem Tableau auch aufgedruckt. Das heißt, es fehlt uns hier noch eine Karte. Wir decken jetzt einfach mal so eine Ausrüstungskarte, so eine Bauenkarte auf. Jetzt geht mir der Platz hier schon aus und legt die hier einfach rechts neben den Kartenstapel aus, dass ihr eben 6 Bauteile offen ausliegen habt und den verdeckten Nachziehstapel hier auf dem Tableau liegen habt. Die nächsten Karten, die auf das Ausrüstungstableau gelegt werden, das sind die Crew-Mitglieder-Karten. Das sind Karten, die kommen dann später in euer Action-Deck. Deswegen steht hier auf der Rückseite natürlich auch das klassische Action-Deck. Also die könnt ihr von der Rückseite von euren normalen Aktionskarten nicht unterscheiden, aber die erkennt ihr natürlich auf der anderen Seite, denn da habt ihr hier oben dieses Crew-Symbol und da stehen noch diverse andere Infos drauf, die ich euch später natürlich noch genauer vorstellen werde. Aktuell macht ihr es einfach so, dass ihr diesen Stapel gut mischt, den Stapel auf dem Ausrüstungstableau auslegt und dann seht ihr auch hier wieder unten drunter 3 Karten offen daneben auslegt. 2 haben wir schon ausliegen, ziehen wir noch eine, das ist Kaldama. Kaldama ist das dritte Crewmitglied, was wir jetzt hier in diese Reihe auslegen. Und dann haben wir auch die 3 Crewmitglieder offen ausgelegt. Dann gibt es natürlich auch noch ein bisschen Cash. Allein die Münzen im Spiel sind ja schon großartig. Die sind aus Metall und die sind auch richtig cool produziert. Also sieht alles sehr, sehr schick aus. Es gibt diese Münzen in den Werten 3 und 1. Dafür gibt es hier auch ein sogenanntes Vault. Das ist die Bank. Dort legt ihr dann hier im oberen Bereich die Münzen mit Wert 3 und im unteren Bereich die Münzen mit Wert 1 ab. Lange Rede, kurzer Sinn. Jeder Spieler startet auf jeden Fall mit 2 Credits. Das heißt, ich nehme mir jetzt auch 2 Einser Credits und lege die einfach irgendwo auf mein Kommando-Terminal, damit ich eben auch wie alle anderen Spieler ein gewisses Startkapital bekomme. Im nächsten Schritt wird dann das Dispatchboard, ich habe das jetzt einfach mal frei mit schwarzes Brett übersetzt, ausgelegt. Das wird auf die rechte Seite der Spielefläche ausgelegt. Und auch das ist ein Multifunktionsboard, denn ihr seht schon, auch hier werden Karten ausgelegt und vor allen Dingen gibt es hier den Prestige-Anzeiger, die Prestige-Leiste, also quasi Prestigepunkte sind im Spiel Siegpunkte, also unsere Siegpunkteverwaltung. Zeige ich euch aber auch gleich nochmal detailliert. Der nächste Kartenpacken, um den wir uns kümmern, das ist der Kartenpacken mit dieser roten Rückseite. Das sind die Contract-Karten, also die Auftragskarten. Ich zeige euch auch hier mal die Rückseite, damit ihr wisst, welche Karten hier ausgelegt werden sollen.
Und diesen Kartenstapel mischt ihr auch und legt den dann eben wieder hier auf die entsprechende vorgezeichnete Stelle. Auch hier steht unten drunter, was ihr machen müsst. Ihr müsst jetzt 8 Auftragskarten auslegen, auch wieder 2 Reihen zu jeweils 4 Karten. Hier müsst ihr aber tatsächlich ein bisschen aufpassen. Ich habe mir jetzt zum Beispiel den Auftrag des schwarzen Lochs gezogen. Ich zeige euch auch diese Karten später natürlich nochmal ausführlicher, aber worauf ihr jetzt aufpassen müsst ist, ihr habt hier unten rechts eine Anzahl von Gefahrensymbolen. Die geht von einem Streifen bis zu 4 Streifen. Und solltet ihr beim Aufbau des Spiels eine dieser Karten ziehen mit 3 oder 4 Streifen, dann packt ihr die wieder oder mischt die wieder zurück in den Stapel zurück und deckt eine nächste Karte auf, denn am Anfang werden hier nur Aufträge mit 1 oder 2 Gefahrensymbolen ausgelegt. Das heißt, diese Karte hier ist richtig. Und diese Karte, die wird einfach wieder zurück in den Stapel gemischt. Das heißt, wir packen das hier wieder zusammen, mischen den Stapel dann nochmal neu, legen den Nachziehstapel dahin, wo er hingehört. Und dann haben wir auch die Auftragskarten, die 8 Auftragskarten, richtig ausgelegt. Es gibt noch einen Stapel, die grünen Karten. Das sind wieder quadratische Karten, die zeige ich euch auch von Namen. Das sind die Objective-Karten, also das sind unsere Zielkarten. Was macht man mit den Zielkarten? Bei den Zielkarten ist es so, der Stapel wird gut gemischt, dann bekommt jeder Spieler 3 Karten ausgeteilt. Jeder Spieler darf sich dann diese 3 Karten ansehen. Jetzt haben wir hier zum Beispiel Moneybags, dann haben wir Ace und dann haben wir Efficiency. Jetzt darf ich mir aus diesen 3 Karten 2 aussuchen. Ich würde jetzt mal Moneybags und Ace nehmen. Die dritte Karte, die würde ich nicht nehmen wollen. Das bedeutet, diese Karte würde ich einfach zurück unter den Stapel der Zielkarten legen. Die anderen beiden Karten, die ich behalten möchte, die lege ich verdeckt unter mein Tableau. Ihr seht hier schon, auch hier gibt es einen Aufdruck mit Objectives. Also hier kommen dann meine Zielkarten unten drunter. Und wie gesagt, die dritte Karte, die ich nicht haben will, lege ich einfach unter den Stapel zurück. Jetzt haben wir es mit den Karten schon fast geschafft. Jetzt gibt es ja hier aber auch noch 4 Würfel. Das sind die Gefahrenwürfel, die zeige ich euch auch mal von Namen. Die Gefahrenwürfel sind so aufgebaut, dass es insgesamt 3 verschiedene Seiten gibt. Und zwar gibt es 2 leere Seiten. Es gibt 2 Seiten mit einem Gefahrensymbol und es gibt 2 Seiten mit 2 Gefahrensymbolen. Das sind die Gefahrenwürfel. Brauchen wir aktuell noch nicht, legen wir einfach zur Vorbereitung mitten auf den Tisch, dass sie eben später jeder gut erreichen kann. Außerdem bekommt jeder Spieler ein Raumschiff. Das habe ich euch ja schon gesagt, es gibt ja auf eurem Tableau schon eine Skizze eures Raumschiffs. Die sind hier tatsächlich aus Metall, die habe ich aber dazu gekauft. Also ich glaube, die sind nicht Teil des normalen Spiels, aber die sind natürlich ultra schick, wenn das eben Metallminiaturen sind. Und was macht ihr damit? Ihr stellt euer Raumschiff am Anfang hier auf diese Prestige-Leiste auf den Wert 0. Hier steht dann auch drauf, you are unprestigious, heißt quasi, wir haben momentan noch überhaupt keinen Prestige. Wir beginnen also unser Spiel natürlich auf der 0. Sollten wir es irgendwann mal schaffen, oben auf die 10 Prestige zu kommen, haben wir das Spiel auch gewonnen. Also Prestige zu gewinnen ist das Hauptziel unseres Spiels. Eins hätte ich jetzt noch fast vergessen, nachdem wir jetzt anfangs jedem Spieler seine 10 Startkarten gegeben haben, diese 10 identischen Startkarten für alle Spieler, haben wir natürlich noch jede Menge Aktionskarten übrig, die brauchen wir später im Laufe des Spiels. Ihr seht schon, das ist ein ziemlich dicker Packen. Mischt diese Karten einfach mal gut durch. Und das ist dann ein allgemein verfügbarer Stapel, den ihr einfach irgendwo in die Tischmitte packt, damit jeder Spieler den eben auch gut erreichen kann, wenn er dann später eben zusätzliche Karten bekommt. Letzte Geschichte, die wir noch brauchen, bevor wir spielen. Es gibt natürlich auch ein Cheat Sheet, also ein Hilfeblatt, eine Spielhilfe, die jeder Spieler bekommt. Kann ich euch auch nochmal von Namen zeigen. Die ist zweiseitig. Da habt ihr zum einen mal, was passiert, wenn ihr an der Reihe seid. Und auf der anderen Seite habt ihr auch noch ein paar Informationen, wo ihr eben spicken könnt, wenn ihr irgendwann mal im Laufe des Spiels nicht weiter wisst. Braucht ihr vielleicht die ersten 1, 2 Partien, dann könnt ihr sie in der Spieleschachtel lassen, aber für die erste Partie, für die erste Spieleerklärung wahrscheinlich nicht verkehrt. Bevor wir jetzt in den Spielablauf einsteigen, ein paar Spielkonzepte, die ich euch noch erklären möchte. Derjenige Spieler, der an der Reihe ist, das ist der sogenannte Missionsleiter. Und wir wechseln uns als Missionsleiter ab. Wer der erste Missionsleiter wird, das wird durch Würfeln bestimmt.
Alle Spieler, die am Tisch sitzen, würfeln einfach mal die Würfel und derjenige, der am wenigsten Gefahrensymbole würfelt, das wird dann der erste Missionsleiter. Solltet ihr gleich viele Gefahrensymbole würfeln, würfelt ihr einfach weiter, so lange bis tatsächlich einer der Spieler die wenigsten Gefahrensymbole gewürfelt hat und das wird dann der erste Missionsleiter. Und der Zug des Missionsleiters besteht aus drei Phasen. Aus der Planung, aus der Ausführung und aus einer Einkaufen-Phase. Das jetzt schon mal vorab. Ich habe euch ja gerade schon gesagt, als ich euch diese Prestige-Leiste vorgestellt habe, das Ziel des Spiels ist ja, Prestige zu bekommen. Wie kann ich Prestige bekommen? Also Prestige kann ich zum einen durch Aufträge bekommen. Ich wähle einen Auftrag, erfülle den Auftrag, wenn ich denn das kann. Und wenn ich den Auftrag erfülle, dann gibt's eben Prestigepunkte. Ich zeige euch mal so eine Auftragskarte nochmal von Namen. Ihr seht hier, dieser Auftrag heißt Derelict Planet. Und hier oben rechts diese Zahl in dieser weißen Raute, das ist das Prestige, was ich bekomme, wenn ich diesen Auftrag erfülle. Hier stehen noch ganz viele andere Dinge drauf. Ich stelle euch diese Auftragskarten später nochmal genauer vor. Aber wichtig ist nur, die erste Quelle für Prestigepunkte im Spiel ist, Aufträge zu erfüllen und Aufträge zu bekommen. Die zweite Möglichkeit, an Prestigepunkte zu bekommen, ist eben Zielkarten, Objective-Karten zu erfüllen. Zielkarten, die können zu jedem Zeitpunkt im Spiel gewertet werden, wenn ihr eben die angegebenen Bedingungen erfüllt. Dann wird die Karte aufgedeckt, den Mitspielern gezeigt und das Prestige wird eben auf der Prestige-Leiste verbucht. Idealerweise macht man das natürlich am Ende des Zugs. Das Gemeine ist nur, wenn ihr das verpasst, also wenn ihr den Moment, wo ihr die Bedingungen auf dieser Karte erfüllt, verschlaft, dann könnt ihr nicht einfach in der nächsten Runde sagen, ah, ich hab's vergessen, ich mache das jetzt noch, sondern dann müsst ihr tatsächlich diese Bedingungen nochmal erfüllen, um dann dieses Ziel zu erfüllen. Wir können uns diese Zielkarte ja mal anschauen. Das ist die Karte, die ich gerade in den Stapel zurückgelegt habe. Ihr seht schon, die gibt quasi einen Prestigepunkt, wenn man sie erfüllt. Die heißt Efficiency. Und die bekomme ich dann, wenn ich keine Triebwerkskarten spiele, aber einen Auslieferer oder einen Lieferauftrag abfrühstücke oder erfülle. Also nochmal zusammengefasst, ich brauche eben einen Lieferauftrag und darf eben während dieses Lieferauftrags keine Triebwerkskarte spielen. Dann habe ich dieses Ziel erfüllt und kann dieses Ziel eben hier meinen Mitspielern zeigen, dann sagen, hey, das habe ich eben geschafft. Und im nächsten Step würde ich dann eben genau mein Raumschiff auf dieser Prestige-Leiste ein Feld nach vorne schieben. Das ist eben die zweite Möglichkeit, um an Prestigepunkte zu kommen. Damit genug der Vorworte. Jetzt kümmern wir uns um den Spielablauf. Ich habe euch ja schon gesagt, es gibt drei Phasen. Planung, Ausführen und Einkaufen. Und wir fangen natürlich mit der Phase 1 an und das ist die Planungsphase. In der Planungsphase hat der Missionsleiter zwei Optionen. Er kann entweder einen Auftrag auswählen und versuchen, den eben umzusetzen oder auszuführen, oder er kann in der Basis bleiben. Das sind die zwei Optionen, die der Missionsleiter hat. Schauen wir uns mal die Option 1 an, eben einen Auftrag auszuwählen. Wenn ich als Missionsleiter beschließe, ich möchte nicht in der Basis bleiben, sondern ich möchte tatsächlich einen Auftrag auswählen, dann darf ich mir einen beliebigen der 8 offen ausliegenden Aufträge aussuchen, würde den jetzt mal zu mir nehmen und würde den mal offen auslegen, sodass den auch alle anderen Spieler am Tisch anschauen können. Um einen Auftrag zu erfüllen, muss der Missionsleiter und eventuell potenzielle Verbündete, da kommen wir gleich dazu, die Anforderungen auf dieser Auftragskarte erfüllen, indem wir eben die geforderte Anzahl von entsprechenden Aktionskarten ausspielen. Und welche Aktionskarten das sind, das geben eben die Icons auf der Auftragskarte vor. Und jetzt wird es natürlich allerhöchste Zeit, dass ich euch jetzt mal so eine Auftragskarte vorstelle und euch mal zeige, welche Infos ihr denn hier auf dieser Karte überhaupt findet. Schauen wir uns die Auftragskarte mal von Namen an. Hier oben steht als allererstes mal der Name dieser Auftragskarte. Und darunter steht einer von 4 verschiedenen Typen. Also es gibt Rettungsmissionen, es gibt Lieferungen, es gibt Eliminierungen und es gibt Erkundungsmissionen. Das hier ist jetzt zum Beispiel eine Erkundungsmission, deswegen steht hier Explore Contract unten dran. Hier unten stehen die
Anforderungen, die ich erfüllen muss, um diesen Auftrag auszuführen. Heißt also, ich müsste, um diesen Auftrag auszuführen, 5 Reaktorkarten spielen, 3 Crewkarten spielen und 2 Triebwerke spielen. Würde natürlich in der aktuellen Situation überhaupt keinen Sinn machen, denn wir haben ja momentan noch unsere Starthand, also unsere 10 Startkarten. Da sind nur 3 Reaktorkarten dabei, klappt also schon mal nicht. Wir haben keine Crewmitglieder bisher rekrutiert, das heißt, das klappt auch auf gar keinen Fall. Und wir haben die 2 Triebwerkskarten, die könnten sogar klappen. Also, am Anfang des Spiels würde dieser Auftrag natürlich überhaupt keinen Sinn machen, aber ihr seht hier zumindest mal, wie denn später im Spiel so ein richtig komplexer Auftrag aussehen könnte. Wichtig natürlich auch hier oben rechts stehen dann die Belohnungen, die ich bekomme, wenn ich den Auftrag ausführe. Und davon gibt es eben 3 verschiedene. Hier sind nur 2 abgebildet. Also es gibt immer Prestigepunkte. Das ist das, was hier in der weißen Raute steht. Es gibt 8 Credits, also richtig viel Geld, wenn man diesen Auftrag ausführt. Und es gäbe noch ein drittes Symbol, nämlich, dass man eine Bonuskarte nehmen darf. Das wären die Symbole, die mir hier eben sagen, welche Belohnungen ich bekomme, wenn ich diesen Auftrag abfertige. Und noch wichtiger, gleich am Anfang zeige ich euch gleich, das sind diese Symbole hier unten, denn das hier unten, das sind die Anzahl der Gefahrenwürfel, die ich würfeln muss, wenn ich diesen Auftrag angehe. Und ihr seht schon, hier sind 2 Felder von 4 markiert. Die Werte gehen also von 1 bis 4 und das ist eben die Anzahl der Gefahrenwürfel, die ich würfeln muss, wenn ich diesen Auftrag angehe. Und das als kleines Intermezzo, mal als Vorstellung, wie denn eben so eine Auftragskarte aussieht. Wichtige Information noch zur Auswahl des Auftrags. Der Missionsleiter darf während dieser Planungsphase einmal pro Runde einen Credit bezahlen, um einen wohlgemerkt ausliegenden Auftrag unter den Nachziehstapel zurückzulegen und gegen einen neuen Auftrag zu ersetzen. Also wenn hier wirklich nur Müll ausliegt, der mich nicht interessiert, darf ich eben Cash bezahlen in die Bank, darf dann einen Auftrag austauschen gegen einen neuen. Nicht vergessen, die Option habt ihr tatsächlich bei der Auswahl des Auftrags immer. Wenn wir uns jetzt einen Auftrag ausgewählt haben, ich lege den jetzt mal zurück, weil der macht momentan wirklich überhaupt keinen Sinn. Ich würde jetzt zum Beispiel mal diese Ancient Ruins hier mal nehmen und die mal versuchen. Dann schaue ich mir den Auftrag an und ich sehe, okay, ich brauche 4 Reaktoren und 4 Triebwerke, die habe ich aber nicht auf der Hand. Und jetzt kann ich versuchen, Allianzen zu bilden. Und das ist somit der geilste Mechanismus im ganzen Spiel. Denn normalerweise ist es ja bei solchen Spielen üblich, dass man einen Auftrag zieht und dann den Auftrag alleine ausfüllen muss. Das ist bei Moonrakers eben anders, denn ich kann nach der Auswahl eines Auftrags, kann ich mich als Missionsleiter entscheiden, ob ich den Auftrag alleine angehen will oder ob ich mir Verbündete suche, die mir beim Erfüllen des Auftrags helfen. Verbündete und der Missionsleiter spielen dann gemeinsam Aktionskarten aus. Wichtig dabei ist dann aber, dass Aktionskarten wie die Schildkarten, die Reaktorkarten und die Triebwerkskarten eben nur dem Spieler helfen, der sie auch ausspielt. Das versteht ihr jetzt noch nicht, weil ihr noch nicht wisst, was die einzelnen Karten machen. Erkläre ich euch aber gleich natürlich nochmal ausführlicher. Bevor wir jetzt die Gefahrenwürfel werfen, muss ich aber mit meinen potenziellen Verbündeten natürlich die Konditionen für unsere Zusammenarbeit verhandeln. Und das ist das Spaßigste im ganzen Spiel. Denn alles, was auf dieser Auftragskarte steht, ist verhandelbar. Ich kann zum Beispiel sagen, also wenn wir jetzt diesen Auftrag gemeinsam angehen, dann gibt es hier 2 Prestigepunkte und 7 Credits. Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, ich brauche jetzt Verbündete, die mir noch 2 Reaktoren und noch 2 Triebwerke liefern und dafür bin ich bereit, einen Prestigepunkt von den 2 Prestigepunkten und 3 Credits anzubieten. Also ich darf sowohl verhandeln, wer am Ende des erfolgreichen Auftrags welche Belohnung bekommt. Ich darf natürlich verhandeln, wer von diesen Herausforderungen oder Anforderungen der Karte was beisteuert. Und ich darf sogar verhandeln, wer wie viele Gefahrenwürfel wirft.
Das ist nämlich später tatsächlich wichtig. Erkläre ich euch auch gleich nochmal. Also ihr könnt wirklich jedes einzelne Detail auf dieser Auftragskarte verhandeln und auch mit beliebig vielen Mitspielern. Also ihr könnt meinetwegen alle an diesem Auftrag mitarbeiten. Ihr müsst eben vorher nur genau definieren, wer liefert was, wer würfelt welchen Gefahrenwürfel und wer bekommt am Ende von den Belohnungen genau was. Wichtig dabei ist aber tatsächlich zum Beispiel, wenn ihr eben jetzt fragt, hey, wer von euch kann mir denn jetzt zum Beispiel 2 Triebwerke liefern? Und einer der Mitspieler sagt, ja, ich würde das gerne machen, dafür will ich aber 4 Credits haben. Dann kann das tatsächlich auch sein, dass euer Verbündeter nicht die Wahrheit sagt. Also ich kann jederzeit sagen, ich unterstütze dich bei diesem Auftrag, ich liefere dir 2 Triebwerke und ich will dafür 4 Credits haben, aber ihr habt vielleicht gar keine 2 Triebwerke auf der Hand. Also ihr könnt während der Verhandlung tatsächlich den Missionsleiter auch immer über den Tisch ziehen, wenn ihr denn das wollt. Die Frage ist natürlich nur, ob das cool ist, denn vielleicht möchte dann später auch niemand mehr mit euch zusammenarbeiten. Ja? Also wichtig nur für euch, dass ihr es mal gehört habt, potenzielle Verbündete müssen beim Verhandeln nicht ehrlich sein, sondern können euch halt auch Dinge versprechen, die sie später nicht handeln können. Aber wenn ihr dann eure Verhandlungen abgeschlossen habt und eure Verbündeten gefunden habt, dann ist auch die Phase der Allianzen abgeschlossen und wir können zum nächsten Step übergehen. Sollten die Verhandlungen hingegen scheitern, das kann natürlich auch immer passieren, dass ihr sagt, ich möchte das mit jemandem machen, aber die Verhandlungen scheitern eben, dann dürft ihr einen zweiten Auftrag wählen und dürft versuchen, den oder für diesen Auftrag neue Allianzen aufzubauen. Sollte aber auch bei dem zweiten Auftrag, den ihr versucht, die Verhandlungen scheitern, dann müsst ihr euch einen dritten Auftrag der ausliegenden 8 auswählen und den müsst ihr dann aber solo ausführen. Also ihr könnt nicht bis Ultimo verhandeln, sondern wenn die zweite Verhandlungsrunde mit dem zweiten Auftrag scheitert, dann macht ihr den dritten Auftrag und den dritten Auftrag macht ihr dann auch solo. Alternativ dazu, euch für einen Auftrag zu entscheiden, habt ihr natürlich auch immer die Option, in der Basis zu bleiben. Wenn ihr in der Basis bleiben wollt, dann macht der Missionsleiter nacheinander folgende Dinge. Nummer 1, er zieht 2 neue Zielkarten vom Zielstapel, schaut sich die an, zieht eine Zielkarte, legt die unter sein Tableau und die zweite Karte, die er nicht behalten möchte, legt er wieder unter den Zielstapel zurück. Außerdem bekommt er Cash, er bekommt einen Credit aus der Bank für den Schutz der Basis. Dann wird die Ausführungsphase übersprungen, denn wir machen ja keinen Auftrag und ihr könnt direkt zum Einkaufen übergehen. Es gibt noch eine optionale Aktion. Optional dürft ihr einen ausliegenden Auftrag ablegen und durch einen neuen ersetzen. Das kostet auch kein Geld. Ihr könnt es ja normalerweise, wenn ihr einen Auftrag ausführt und ihr seid der Missionsleiter, mit einem Credit auch immer bezahlen. Aber wenn ihr in der Basis bleibt, dürft ihr einen Auftrag ersetzen für lau quasi. Und dann werden die aktuellen 5 Handkarten, die ihr in der Hand habt, abgeworfen und 5 neue Karten werden gezogen. Das sind die Optionen, die ihr macht, wenn ihr in der Basis bleibt. Alles findet ihr natürlich auch in einer schönen Auflistung auf eurer Spielhilfe. Damit haben wir die Planungsphase abgeschlossen und wir starten in die Ausführungsphase. Die Ausführungsphase beginnt damit, dass als allererstes die Gefahrenwürfel gewürfelt werden. Und zwar genauso, wie ihr es vorher verhandelt habt. Jedes gewürfelte Schadensymbol kostet den Spieler, der es würfelt, einen Prestigepunkt am Ende der Runde. Es sei denn natürlich, dass ihr während eurer Ausführungsphase Schildkarten ausspielt. Denn jede Schildkarte, die ihr ausspielt, fängt einen Schaden ab und verhindert dann am Schluss natürlich auch, dass ihr einen Prestigepunkt, also mindestens einen Prestigepunkt verliert. Wichtig, und jetzt kommt das, was ich vorhin schon gesagt habe, eigene Schilde, die ihr selber ausspielt, bewahren auch nur euch vor Schaden. Also ihr könnt nicht für Verbündete Schildkarten spielen, sondern jeder Verbündete muss seine eigenen Schildkarten spielen, um seinen eigenen Schaden abzuwenden. Jetzt schauen wir mal, dieser Auftrag, den wir hier jetzt angegangen sind, hat jetzt hier 2 Gefahrensymbole und das bedeutet, wenn ich das nicht verhandelt habe, würde ich jetzt 2 Würfel würfeln und ich habe jetzt 3 Gefahrensymbole gewürfelt.
Das würde bedeuten, wenn ich während dieser Runde jetzt keine Schildkarten spiele, würde ich 3 Prestige verlieren. Das wäre momentan noch irrelevant, weil weniger als 0 Prestige kann man nicht haben. Also darum muss ich mich jetzt aktuell gar nicht so sehr kümmern. Es wäre natürlich aber blöd, wenn ich jetzt Prestige verdiene und am Ende der Runde das Prestige, was ich verdiene, gleich wieder abgeben muss. Das heißt, ich müsste natürlich trotzdem versuchen, Schildkarten zu spielen, um den Schaden, den ich jetzt hier anrichte, ein bisschen abzufangen. Sobald wir die Gefahrenwürfel gewürfelt haben, kommen wir dann auch zu der Phase, in der wir jetzt versuchen, den eigentlichen Auftrag zu schaffen. Und das machen wir eben, indem wir Aktionskarten ausspielen. Und zwar idealerweise natürlich mindestens die Aktionskarten, die der Auftrag von uns fordert. Wie funktioniert jetzt das Ausspielen der Aktionskarten? Jeder teilnehmende Spieler beginnt die Ausführungsphase mit einer einzigen Aktion. Das bedeutet, jeder Spieler darf grundsätzlich nur genau eine Karte ausspielen. Jetzt werdet ihr sagen, das ist ja blöd, wie kann ich denn dann hier mehrere Karten überhaupt ausspielen? Jede ausgespielte Reaktorkarte verschafft euch aber 2 weitere Aktionen, um weitere Aktionskarten ausspielen zu können. Einige Bauteilkarten, einige Crewmitgliederkarten sorgen auch für mehr Aktionen, wenn ihr die ausspielt. Grundsätzlich dürft ihr so lange Karten ausspielen, wie ihr eben Aktionen habt oder wie ihr Karten auf der Hand zur Verfügung habt. Das ist das Limit, wie viele Karten ihr denn jetzt in eurer Aktionskartenphase ausspielen dürft. Damit wird es jetzt aber natürlich allerhöchste Zeit, dass ich euch mal die einzelnen Aktionskarten vorstelle und wir beginnen mit der Reaktorkarte. Ich habe es euch gerade schon gesagt, wenn ihr einen Reaktor ausspielt, bekommt ihr 2 zusätzliche Aktionen. Also die Reaktoren sind somit die wichtigsten Karten im ganzen Spiel, weil wenn ihr keinen Reaktor in der Hand habt, macht ihr eine Aktion und dann seid ihr fertig. Deswegen sind die Reaktoren auch so wichtig. Der zweite Typ von Aktionskarte, das sind die Thruster, also die Triebwerke. Wenn ihr ein Triebwerk ausspielt, dann dürft ihr 2 weitere Karten von eurem eigenen Aktionskartenstapel ziehen. Also ihr zielt eben 2 Handkarten nach. Typ Nummer 3 sind die Schilde. Schilde schützen euch vor einem Schaden. Also wenn ihr so wie ich jede Menge Schaden gewürfelt habt, weil ihr eben blöde gewürfelt habt, dann müsst ihr eben schauen, dass ihr möglichst viele Schilde ins Spiel bringt. Denn diese Schilde, jeder einzelne Schild, bewahrt euch vor einem Schaden, den ihr gewürfelt habt. Dann gibt es Schadenskarten und die gibt es auch in 3 verschiedenen Geschmacksrichtungen. Es gibt einen Schaden, 2 Schaden und 3 Schaden. Schaden spielen aber nur eine Rolle bei bestimmten Anforderungen mancher Aufträge. Also manche Aufträge fordern euch auf, Schadenskarten auszuspielen und dann könnt ihr eben Schadenskarten in bestimmten Stufen ausspielen. Der letzte Kartentyp, den ihr von Anfang an auf der Hand habt, das ist diese Misskarte, also die Verfehltkarte. Die sagt quasi aus, dass bestimmte Bauteile versagen können. Und diese Karten spielen auch nur eine Rolle im Zusammenhang mit Bauteilkarten oder mit Crew-Mitgliederkarten. Ihr könntet jetzt auch noch Crewmitglieder ausspielen, die zeige ich euch dann aber später nochmal genauer. Crewmitglieder können vom Ausrüstungstableau gekauft werden und dann in euer Deck mit implementiert werden, aber das sind jetzt zumindest mal die 10 Karten, die ihr von Anfang an auf der Hand habt. Und jetzt können wir ja mal theoretisch den Spielzug mal durchgehen. Also ich habe ja am Anfang einen Zug, das heißt, ich würde als erstes natürlich einen Reaktor ausspielen, gibt mir 2 neue Aktionen, dann habe ich leider keinen Reaktor mehr und jetzt kommt es eben darauf an, was ich mit meinen Mitspielern ausgemacht habe. Vielleicht habe ich ja gesagt, okay, ich würde jetzt diese beiden Triebwerke noch spielen, dann hätte ich die 2 Aktionen, die ich noch habe, verbraucht, könnte keine Karte mehr ausspielen und dann wäre quasi meine Beteiligung am Auftrag vorbei. Mit ganz viel Glück haben wir dann auch noch einen Mitspieler, der dann eben sagen würde, okay, ich würde jetzt eben noch die restlichen Karten dazu spielen. Wir bräuchten jetzt insgesamt noch 3 Reaktoren und noch 2 Triebwerke. Also das ist insgesamt nicht so sonderlich gut gelaufen. Ich habe keine Schilde gespielt, aber ihr seht grundsätzlich, worauf das hinausläuft. Ihr und gegebenenfalls eure Verbündeten müssen jetzt eben versuchen, die Anforderungen der Karte zu erfüllen.
Jetzt kann der Auftrag natürlich gut laufen und der Auftrag kann schlecht laufen. Wenn der Auftrag ein Erfolg wird, was passiert dann? Wichtig zuerst, ihr müsst nicht aufhören, Karten zu spielen, wenn ihr den Auftrag erfolgreich abgeschlossen habt, sondern ihr könnt auch noch weiter Karten spielen. Vielleicht braucht ihr ja noch Schilde, um euren Schaden abzufangen. Das dürft ihr natürlich noch machen. Aber wenn ihr dann fertig seid, dann kümmern wir uns natürlich um die Belohnung. Gehen wir mal davon aus, ich hätte den Auftrag vielleicht geschafft, alleine, dann würde ich jetzt 2 Prestige bekommen, würde bedeuten, ich nehme mein Raumschiff und bewege das eben um 2 auf der Prestigeleiste nach oben. Außerdem bringt mir der Auftrag noch 7 Credits, heißt, ich nehme mir aus der Bank auch noch das Geld und lege das eben auf mein Kommandoterminal. Die dritte Möglichkeit wäre noch Bonuskarten zu bekommen, und Bonuskarten bedeutet, ich darf mir entweder ein Crewmitglied nehmen oder ein Schiffsbauteil nehmen und das dann eben in mein Schiff einbauen. Das passiert, wenn der Auftrag ein Erfolg ist. Was passiert aber, wenn der Auftrag in die Hose geht, so wie das jetzt bei mir zum Beispiel der Fall wäre? Es gibt keine negativen Dinge, außer dass natürlich trotzdem die Schadenssymbole verwaltet werden müssen oder abgezogen werden müssen. Ich hätte natürlich, wenn ich den Auftrag nicht bestanden hätte, wäre ich ja immer noch hier auf der Null. Ich würde jetzt 3 Prestige verlieren aufgrund des Schadens, den ich gewürfelt habe, stehe ja aber auf der Null, also weniger als Null geht nicht. Das heißt, das würde verpuffen, es würde nichts passieren und der Auftrag wäre einfach nicht erledigt worden. Schließen wir diese Phase noch ab. Der Prestigeverlust, habe ich gerade schon gesagt, durch nicht geblockten Schaden wird auf der Prestigeleiste abgezogen. Alle beteiligten Spieler legen alle gespielten Karten und ihre verbleibenden Handkarten auf den Ablagestapel und ziehen 5 neue Karten vom eigenen Aktionsstapel nach. Der Auftrag wird abgeworfen und gegen einen neuen vom Auftragskartenstapel ersetzt. Und abschließend startet dann der Missionsleiter in die Einkaufenphase. Wir machen das jetzt schnell. Das sind meine Handkarten und das sind die gespielten Karten. Die legen wir ab. Das heißt, ich habe ja jetzt 10 Karten bekommen. Das heißt, 5 Karten nehme ich jetzt noch in die Hand. Das sind genau die 5 Karten, die ich hier noch habe. Das sind dann meine Handkarten für die nächste Runde. Da sind dann zumindest noch 2 Reaktoren dabei. Das ist ja schon eine ziemlich coole Geschichte. Und dann wird eben der Auftrag abgelegt und wir bekommen einen neuen Auftrag vom Nachziehstapel. Damit starten wir in die Einkaufenphase. Das Wichtigste gleich vorweg, einkaufen darf natürlich nur der Missionsleiter. Also selbst wenn ich mir ganz viele Verbündete für den Auftrag geholt habe, einkaufen darf nur der Missionsleiter. Und der Missionsleiter kann jetzt so viele Karten von den 3 offenen Crewmitgliedern oder den 6 ausliegenden Schiffsteilen kaufen, wie er eben Credits ausgeben möchte oder wie viel Credits er denn eben hat. Schauen wir uns die Karten mal an. Die Preise dieser Karten stehen immer unten rechts auf dieser Karte. Wir schauen uns mal diese Crew-Karte an. Hier auf dieser Crew-Karte seht ihr es, hier unten rechts steht der Preis. Das heißt, wenn ich mir Crossy Park kaufen möchte als Crewmitglied, dann muss ich eben 3 Credits ausgeben. Wie funktioniert's? Ich zahle natürlich die 3 Credits an die Bank, wenn ich sie habe, nehme die Crewkarte zu mir, lege die Crewkarte auf meinen Ablagestapel. Wichtig, die Crewkarte kommt nicht in mein Aktionsdeck, wäre also beim nächsten Kartennehmen mit dabei, sondern kommt auf meinen Ablagestapel. Und in dem Moment, wo ich hier eine Karte nehme, wird natürlich sofort vom Kartenstapel der leere Platz wieder aufgefüllt. Das gleiche gilt natürlich für Bauteile. Auch bei den Bauteilen ist es so, auch hier steht rechts unten der Preis, teure Karte, 5 Credits kostet die und dann bekomme ich eben MG Warp und kann diese Karte dann auf mein Tableau einbauen, aber das zeige ich euch gleich nochmal detaillierter. Wichtige kleine Info noch dazu, genauso wie ich in der Planungsphase einen Credit ausgeben kann, um einen Auftrag auszutauschen, kann ich auch hier einmal pro Runde einen Credit ausgeben, um eine dieser 9 Karten, die hier liegen, gegen eine neue Karte auszutauschen. Schauen wir uns mal die Bauteile und die Crewmitglieder nochmal etwas genauer an. Fangen wir mit den Bauteilen an. Bauteile werden sofort auf einen freien Slot auf eurem Kommandoterminal eingebaut. Ihr seht, hier gibt es 4 verschiedene Plätze. Die meisten Bauteile, die ihr einbauen könnt, bringen aber auch neue Aktionskarten mit. Wir schauen uns jetzt mal nochmal eins dieser Bauteile genauer an. Dieses Bauteil, das sind jetzt zum Beispiel die Twin Jets E4.
Das ist eben ein zusätzliches Triebwerk und hier oben steht natürlich auch der Name des jeweiligen Bauteils, was ihr einbauen wollt. Hier oben rechts dieses Symbol, das sind die Aktionskarten oder die Aktionskarte, die ihr bekommt. Das bedeutet, wenn ich dieses Bauteil einbaue, darf ich mir eben eine zusätzliche Triebwerkskarte nehmen. Hier unten kriege ich dann auch noch eine bestimmte Fähigkeit, die ich habe, solange dieses Bauteil eben in meinem Raumschiff eingebaut ist. Also das hier unten bedeutet jetzt zum Beispiel, dass wenn ein Auftrag eben Triebwerke erfordert, dann darf ich in Zukunft diesen Auftrag mit einem Triebwerk weniger abschließen. Das ist das, was diese Fähigkeit hier unten macht. Außerdem gibt es hier noch eine Marke. Die Marke des Bauteils ist eben für manche Ziele wichtig und besonders wichtig, hier unten natürlich der Preis. Also dieses Bauteil kostet mich 3 Credits, wenn ich es denn kaufen und einbauen möchte. Das würde ich jetzt auch direkt mal machen. Ich habe ja jetzt hier diese Twin Jets, die würde ich jetzt eben mal hier einbauen. Gehen wir mal davon aus, ich hätte die 3 Credits, die das kostet, dann würde ich die jetzt bezahlen. Dann würde ich mir als nächstes eine zusätzliche Triebwerkskarte nehmen. Und wie ich es euch schon erklärt habe, ist es jetzt tatsächlich so, wenn ihr neue Karten dazu bekommt, kommen die natürlich nicht in euren Nachziehstapel, sondern die kommen erstmal offen auf euren Ablagestapel, sodass die erst das nächste Mal, wenn ihr den Ablagestapel mischen müsst zum neuen Nachziehstapel, die eben erst ins Spiel kommen, dass ihr die eben nicht sofort ins Spiel bringen könnt. Wichtig natürlich auch, wenn euer Tableau hier 4 Plätze hat, um Bauteile einzubauen, ist auch logisch, dass ihr niemals mehr als 4 Bauteile haben dürft. Wenn ihr ein 5. Bauteil kauft, dann müsst ihr ein bereits installiertes entfernen. Wichtig dabei, die Aktionskarten oder die Aktionskarte, die euch das Bauteil gebracht hat, die müsst ihr nicht wieder abgeben, die bleiben in eurem Deck. Aber die Sonderfähigkeit, die dieses Gerät eurem Raumschiff gebracht hat, die verliert ihr natürlich. Also, das war jetzt die Möglichkeit 1, was einzukaufen, nämlich ein Bauteil. Alternativ zu den Bauteilen könnt ihr natürlich auch eure Crew erweitern. Und Crew erweitern bedeutet, ihr kauft euch eben ein Crewmitglied oder heuert ein Crewmitglied an. Und das sind dann eben aber Karten, die ihr dann in eure Handkarten bekommt, die ihr dann später beim Ausführen von Aufträgen auch ausspielen könnt. Also nehmen wir uns zum Beispiel mal diesen Crucy Park, der hier gerade ausliegt. Und ich zeige euch die Karte mal von Namen. Dann kann ich euch auch nämlich gleich die Anatomie dieser Crewkarten zeigen. Hier oben habt ihr das Crew-Symbol. Hier oben rechts habt ihr den Job oder die Funktion, die dieses Crewmitglied an Bord eures Schiffes hat. Außerdem hat die Karte hier unten natürlich noch eine Fähigkeit und das ist eine ganz spektakuläre. Ihr dürft diese Karte eben als 4 Schaden ausspielen. Das kann tatsächlich bei manchen Aufträgen richtig, richtig wertvoll sein. Und dann hat die noch eine zweite Eigenschaft hier unten und da steht jetzt erst zum ersten Mal Trash. Also man darf quasi die oberste Karte von seinem eigenen Nachziehstapel trashen. Und Trash bedeutet wirklich, dass diese Karte aus dem eigenen Kartendeck verschwindet. Also man legt diese Karte nicht auf den Ablagestapel, sondern man nimmt diese Karte eben zurück in den allgemeinen Nachziehstapel. Das heißt, das ist natürlich eine gute Möglichkeit, um euren Kartenstapel auszudünnen oder eben Karten wegzubringen, die nicht so wirklich sinnvoll sind. Und das ist eben die Anatomie der Crew-Karten. Bei angeheuerten Crewmitgliedern ist es jetzt genauso wie bei den anderen Karten auch. Also ihr bezahlt den Preis, nehmt euch dieses Crewmitglied und dann kommt das Crewmitglied offen auf euren Ablagestapel. Kommt also nicht sofort in euren Nachziehstapel. Die werden dann wie alle anderen Aktionskarten gespielt und brauchen natürlich eine Aktion, um sie ausspielen zu dürfen. Crewmitglieder können tatsächlich auch Anforderungen eines Auftrags sein. Also immer wenn ihr hier diese lilafarbigen Anforderungsfelder habt auf den jeweiligen Aufträgen, dann müsst ihr, um diesen Auftrag abzuwickeln, eben auch Crewmitglieder ausspielen. Nach dem Ausspielen werden dann die Karten auf den Ablagestapel wie alle anderen Aktionskarten auch abgelegt. Damit habe ich euch alles gesagt, was ihr in einer Runde machen könnt. Wie sieht das Rundenende aus? Ihr zieht 5 neue Handkarten nach und der nächste Spieler im Uhrzeigersinn wird dann der neue Missionsleiter. Und damit stellen sich jetzt am Ende der Regelerklärung, wie immer, die gleichen 2 Fragen. Wie lange wird gespielt und wer gewinnt letztendlich das Spiel? Das ist tatsächlich ganz einfach. Der erste Spieler, der am Ende einer Spielrunde 10 Prestigepunkte gesammelt hat, also sein Raumschiff auf dieses oberste Feld hier bewegt,
Das ist der Spieler, der das Spiel gewinnt. Sollte es einen Gleichstand geben oder in der gleichen Runde mehrere Spieler die 10 erreichen, dann gewinnt der reichste Spieler. Und reichster Spieler heißt, ihr addiert die Werte aller Bauteile, aller Crewmitglieder und euer Bargeld. Und dann wisst ihr, wer der reichste Spieler ist. Und wie gesagt, bei einem Gleichstand gewinnt dann der reichste Spieler. Und damit sind wir im Fazit. Was halten wir denn jetzt von Moonrakers? Und es beginnt natürlich wie immer mit der Ausstattung des Spiels. Kickstarter-Projekte haben ja meistens den Ruf, dass sie überproduziert sind. Also, dass da die Designer einfach gesagt haben, komm, mach mal noch eine Silberfolie drauf und noch mehr Metallminiaturen und noch und noch und noch. Das Schöne ist, das ist, glaube ich, bei Moonrakers auch passiert, aber es wirkt trotzdem noch alles aus einem Guss. Es ist wirklich hervorragend designt. Von der Qualität der Schachtel über die ganzen Silberfolien, generell die ganzen Silber- und Goldfolien, die auch auf den Tableaus aufgedruckt sind. Die Metallminiaturen, die ihr euch natürlich zusätzlich kaufen müsst, aber die trotzdem ziemlich schick ausschauen. Die ganze Gestaltung des Spiels ist wirklich hervorragend. Also wirklich hochwertig, absoluter Hingucker und eine wirklich großartige Tischpräsenz. Braucht's das alles? Keine Frage. Hätte man natürlich auch günstiger produzieren können, aber das macht eben aus dem Spiel ein richtiges Juwel, was schon auf dem Tisch richtig, richtig gut ausschaut. Also, Daumen hoch dafür. Was ist mit den Regeln? Die Regeln sind tatsächlich einfach. Ihr müsst einfach nur schauen, dass ihr eben Aufträge erfüllt. Was aber cool ist und was mir in den Regeln auch gleich aufgefallen ist, ist diese Möglichkeit, Aufträge eben zu mehreren anzugehen. Dass ihr eben wirklich wie ein richtiger Händler euch einen Auftrag anschaut und sagt, okay, ich krieg das schon größtenteils hin, brauche aber Hilfe. Und dann könnt ihr wirklich mit allen Mitspielern am Tisch verhandeln und könnt denen eben auch von eurer potenziellen Beute etwas anbieten. Dass ihr sagt, okay, du übernimmst jetzt das Risiko oder zumindest zum Teil, steuerst ein bisschen was bei und dafür bekommst du auch was vom Gewinn. Ist eine richtig coole Idee, die ich in der Form auch noch nicht erlebt habe. Und deswegen hat mir auch dieses ganze Regelwerk sehr gut gefallen, weil es eben zum einen neue Ideen bringt, zum anderen diese neuen Ideen aber auch schlüssig erklärt und es von der Gestaltung her so ist, dass auch wirklich ein rundes Ganzes aus diesem Regelwerk wird. Hat mir wirklich richtig gut gefallen. Und damit sind wir beim Spielspaß. An sich finde ich ja diese Deckbilder, wo man sich ein eigenes Kartendeck zusammenstellen muss, sind jetzt nicht so sehr meins. Mache ich schon gerne ab und zu, ist aber jetzt nicht mein Lieblingsspiel. Aber wenn man das eben kombiniert mit diesem potenziellen Zusammenarbeiten mit den anderen Mitspielern am Tisch, dann wird da was draus, was ich super spannend finde, was mir richtig viel Spaß gemacht hat und was auch den anderen Spielern in den Spielrunden richtig viel Spaß macht. Jetzt muss man natürlich noch dazu sagen, es ist ein englisches Spiel und es ist nicht 100% sprachneutral. Das heißt, auf den Karten steht schon ein bisschen Text. Aber wenn ihr mal gesehen habt, was ich euch jetzt gerade erklärt habe, glaube ich, dass ihr, selbst wenn ihr nur rudimentäre Englischkenntnisse habt, damit wirklich gut klarkommt. Und an alle Verlage natürlich der Hinweis, es ist ein richtig cooles Spiel und es wäre schon schön, wenn wir das nochmal in einer deutschen Version kriegen könnten. Denn wir finden, Moonrakers ist ein wirklich geniales Spiel. Und damit vielen herzlichen Dank, dass ihr auch dieses Mal wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr uns gerade eben erst neu entdeckt habt, herzlich willkommen. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und vielleicht sogar die Glocke zu klicken, damit ihr aktiv informiert werdet, wenn es von uns etwas Neues gibt. Und bis zum nächsten Mal wünschen wir euch, wie immer, ein schönes Spiel.